Ist die StageLight-App für das Theater geeignet? Okay, vielleicht nicht so ein großes Theater oder Opernhaus wie die Semperoper hier in Dresden. Aber vielleicht für ein kleineres oder mittleres Theater, so wie in meinem Beispielprojekt. Lasst es uns gemeinsam rausfinden in den nächsten drei Tutorials. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen StageLight App Tutorial. Ich habe euch in meinen Social Media Kanälen gefragt, welche Themen euch am meisten interessieren. Gewonnen hat das Thema Theaterbeleuchtung. Da das Thema etwas größer ist, werde ich es auf drei Tutorials aufteilen. Heute schauen wir uns zuerst an, wie wir die Scheinwerfer im Theater positionieren und wie wir sie uns dann in der StageLight App organisieren. Im nächsten Tutorial geht es darum, Cues in StageLight zu speichern. Ich zeige euch, worauf ihr dabei achten müsst. Im dritten Tutorial geht es um den Ablauf der Show. Ich zeige euch Tipps und Tricks, die euch helfen werden. Und jetzt viel Spaß bei dem ersten Tutorial. Um einen Schauspieler ordentlich auszuleuchten, sodass das Gesicht am natürlichsten aussieht, macht man das am besten mit zwei Scheinwerfern, die auf den Schauspieler leuchten und am besten in einem Winkel von 45 Grad von oben und von den beiden Seiten. Das kann man allerdings auf der Bühne nicht so umsetzen. Darum richtet man sogenannte Lichtzonen ein. Wie hier in meinem Beispielprojekt seht ihr, habe ich 9 Lichtzonen eingerichtet von A1 bis C3. Auch die 45 Grad kann man im Theater baulich nicht immer erreichen. In StageLight legen wir jetzt also 2 Scheinwerfer pro Zone an und für jede diese Zone, also für jede diese 2 Scheinwerfer eine Gruppe. So. Wir gehen in die Scheinwerferübersicht. Und wir nehmen einen generischen Typen, da ich die ETC Source 4 nicht in meiner Scheinwerfer-Datenbank habe. Und dann nehmen wir diesen Desk Channel Typen, weil der genau ein Intendency-Feder hat. Und wir haben 9 Zonen, A2 Scheinwerfer, das macht genau 18 Scheinwerfer. Und damit legen wir die 18 Scheinwerfer an. Jetzt weisen wir die noch in Gruppen zu. Und wir fangen an mit der Gruppe für die A1. Also gewinnen die Gruppenübersicht, legen eine neue Gruppe an und nennen sie A1. Und weisen denen jetzt die 2 Scheinwerfer zu. Für die Zone A1 ist der Scheinwerfer mit der Adresse 2 und mit der DMX-Adresse 4. Also suchen wir uns die 2 und die 4. Damit haben wir unsere erste Zone sowohl gepatcht wie auch eine Gruppe dafür angelegt. Und jetzt gehen wir in den Mixer. Und hier empfehle ich, die Scheinwerfer und die Gruppen auf die letzten Bänke zu legen, sodass wir am Anfang noch Platz haben für die Cues, die wir dann im nächsten Tutorial anlegen werden. Also gehe ich jetzt erstmal auf die letzte Bank und auf die erste Seite davon und fange an, hier mir meine Gruppe A1 draufzulegen. So, und jetzt nehme ich mal den Capture Visualizer mit dazu, damit ihr auch was seht. Und wenn ich jetzt den Scheinwerfer ein, dann habe ich genau die erste Zone und den ersten Schauspieler hier beleuchtet. Das mache ich jetzt auch noch für alle anderen Scheinwerfer. Damit das etwas schneller geht, habe ich das etwas vorbereitet und importiere einfach dieses File. So, jetzt habe ich alle meine Gruppen für alle meine Zonen importiert. Und ich habe auch noch eine Gruppe angelegt, wo alle Zonen drin sind. Also wenn ich diesen sozusagen jetzt hochfahre, fahre ich alle Gruppen gleichzeitig hoch.
Neben diesen Zonenscheinwerfern habe ich hier in meinem Projektsetup aber noch ein paar weitere Scheinwerfer. Und zwar Scheinwerfer, die von oben auf die Bühne herunterscheinen. Und das sind genau 6 Stück, auch noch Fresnel-Scheinwerfer. Und die fangen bei DMX-Adresse 9 an. Und dann nehme ich genau wieder das gleiche Profil, den generischen Typen. Test Channel und da habe ich 6 Stück von. Ups, einer zu viel. Und dann habe ich noch 12 Martin McAura, um zum einen die Bühne noch ein bisschen in eine farbliche Stimmung zu versetzen und auch die Fenster zu beleuchten. Und da nehmen wir 12 Stück. So, jetzt lege ich noch wieder ein paar Gruppen an. Ich nenne eine Center. Und der Center-Gruppe packe ich die ersten 3 Scheinwerfer der Theaterscheinwerfer rein, also die 19, die 20 und die 21. Und ich lege eine Gruppe an, die heißt Back. Und da packen wir die nächsten 3 rein, also 19, 20, 21 hat man schon, jetzt nehmen wir die 22, 23. 24 und die packen wir auf die zweite Bank. Also, und zwar nehmen wir da die Center. Also hier haben wir quasi die hinteren Scheinwerfer. Und hier haben wir die vorderen Scheinwerfer. Und damit kann man jetzt das Licht noch mal ein bisschen feiner steuern. Wenn man zum Beispiel die jetzt hier auffährt, kann man hier noch ein bisschen mehr den ganzen Raum gleichmäßiger ausleuchten. So, kommen wir jetzt noch zu den farblichen Scheinwerfern. Gehen wir wieder in die Gruppenverwaltung. Und legen uns einfach mal, ich nenne sie einfach Color. Und da kommen die 8, die ersten 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Genau, bleiben genau 4 übrig. Und wir legen noch eine Gruppe für das Window. Und das sind dann die anderen. Und die packen wir jetzt hier auch noch mit drauf. Also zuerst die Color und dann noch die fürs Fenster. Und jetzt kann man die ganze Bühne auch noch in ein bisschen farbliche Stimmung versetzen. Dazu fahren wir jetzt einfach mal das Licht ein bisschen runter, damit man auch ein bisschen was davon sieht. Nächtliche Beleuchtung außerhalb des Fensters.
bisschen Licht noch dazu, vielleicht hier in der Mitte. So, das war das erste Tutorial. Ich habe euch gezeigt, wie ihr euch in StageLight für das Arbeiten im Theater organisieren könnt. Im nächsten Tutorial schauen wir uns die Cues genauer an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liked es bitte. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Das Beispielprojekt zum Tutorial verlinke ich euch unter dem Video. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.